Gott hat Freude an den Menschen. Er liebt die Menschen, hat es aber nicht ganz leicht mit den Menschen, weil Menschen sich schwer tun, der Liebe Gottes zu vertrauen, der Liebe Gottes zu glauben. Menschen tun sich schwer, den Vorhaben Gottes Vertrauen zu schenken. Und wenn wir die Texte der Heiligen Schrift genauer anschauen, dann könnten wir feststellen, dass da auch von uns die Rede ist. Wir haben gehört, dass dem Vater des Johannes gesagt worden ist durch einen Engel, er wird doch noch einen Sohn haben können, obwohl sie, seine Frau Elisabeth und er, in vorgerücktem Alter waren und die Frau galt als unfruchtbar. Das ist ein erster Hinweis, dass bei Gott etwas möglich ist, was rein natürlicherweise nicht mehr zu erwarten ist. Und das will Gott den Menschen beibringen, dass wenn Gott mitgestalten kann, dann geschieht viel mehr als das, was menschliche Natur zustande bringt. Der Zacharias, es wird nicht berichtet im heutigen Evangelium, dieser Zacharias glaubte dem Engel aber nicht. Und darauf verordnet ihm der Engel immerhin 9 Monate Schweigen. Bis das alles eintrifft, soll er still sein, Exerzitien machen, sich besinnen. Wer nicht an Gott glaubt, soll nichts über Gott weitersagen. Dann, nach der Geburt des Johannes, löst sich die Zunge des Zacharias wieder und er kann widersprechen. Der Name Johannes heißt ins Deutsche übertragen, Gott ist gnädig, Gott schenkt Gnade, Gott ist wohlwollend und das soll, muss jedes Menschenkind begreifen und erleben. Alle Propheten haben es ähnlich erfahren, Gott spricht sie an. Heute ist uns der Prophet Jeremia auch vorgestellt, denn alle Propheten haben irgendwie eine recht ähnliche Biografie, nämlich es wird ihnen beigebracht, dass sie von Gott her schon von Ewigkeit her ausersehen sind, eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Und wenn dann die Propheten sich darauf berufen, ja, im Mutterschoß schon bin ich auserwählt worden, dann wollen sie damit sagen, liebe Leute, was ich euch zu sagen habe und wer ich für euch bin, das ist nicht meine Wahl, das ist nicht meine Überlegung, sondern Chefsache, könnte man sagen. Gott hat es so gewollt und nicht menschliche Überlegung, nicht eigenes Planen hat mich zum Propheten gemacht. Nein, Gott hat das den Menschen bereitet. Es gibt kaum einen Propheten, der von Anfang an sagt, ja, wenn du Gott mir das zugedacht hast, selbstverständlich. Es hat sich ein Mose gewehrt gegen seinen Auftrag. Ich kann doch nicht reden. Es sagt Jeremia, ich bin noch so jung, ich kann doch nicht reden. Oder Jesaja genauso, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, verlogenen Lippen, innerhalb von einem Volk, mit unreinen Lippen, das ähnlich fast nicht in der Wahrheit lebt. Gott, was du uns zudenkst, zugedacht hast, das ist eine Überforderung für uns.
Jeremia kann sich nicht auf seine Jugend berufen. Sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Nicht die Lebensjahre sind entscheidend, sondern die Hörbereitschaft auf Gott hin. Die Hörbereitschaft und die Hörfähigkeit, diese kann, falls sie zu wenig ausgebildet ist, erbeten werden. Weil ja Gott weiß, dass harte Herzen sich beim Hinhören oft sehr schwer tun. Johannes der Täufer hat die ehrenvolle Aufgabe, auf einen Größeren hinzuweisen. Und als Erwachsener spricht er davon, dass die Menschen ihr Bestes geben sollen. Nämlich, sie sollen Gerechtigkeit leben. Und so erwartet er von den Soldaten, dass sie kein Unrecht tun. Wenn jemand zwei Mäntel hat, soll er einen den Armen geben. Und er erwartet, dass die Menschen ihr Bestes geben, mit dem Verweis, dass nach ihm einer kommt, der mit Heiligem Geist taufen wird. Wenn ein Mensch von seiner, sagen wir, sozialen Kompetenz her, von der Mitmenschlichkeit sein Bestes gibt, dann ist ein Forum bereitet, in welches der Heilige Geist hineinwirken kann. Ein Mensch, der natürlicherweise sein Bestes gibt, sich also bemüht, Gerechtigkeit zu leben, der kann ein Adressat des Heiligen Geistes sein. Der Heilige Geist kann dort wirken, wo ein Mensch die Wahrheit verwirklichen will, wo ein Mensch die Liebe leben will, wo ein Mensch bewusst aufmerksam auf Gott ist. Dort kann der Geist der Wahrheit, der Geist der Liebe, der Geist, der als Beistand und Lehrer von Jesus bezeichnet wird, dort kann der lehren, unterweisen und beistehen. Johannes der Täufer ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Er ist hingerichtet worden, weil er Menschen kritisiert hat. Und Johannes der Täufer war einer, der bereit war, für seinen Auftrag alles zu geben. Es heißt, dass schon in ihm der Heilige Geist wirksam war. Er wird ihm mit der Kraft des Elia vorangehen, diesen Herrn Jesus Christus. Er wird vom Heiligen Geist erfüllt sein. Wir sehen, dass der Heilige Geist etwas bewirkt im Menschen, was über die menschliche Begabung hinausgeht. Und in Jesus sehen wir die Fülle des Menschseins verwirklicht aus der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott. Die Fülle des Menschseins ergibt sich daraus, wenn ein Mensch seine natürlichen Begabungen wahrnimmt, entfaltet und nützt und noch dazu offen ist für die Gaben Gottes. Christliche Persönlichkeiten, sagt Alfred Delp, erwachsen aus der Gabe von oben, aus der Gabe oder Gnade von oben und dem ernsten Entschluss von unten. Also menschlicherseits soll auch ernst gemacht werden. Dann findet Gott einen Menschen, von dem er sagen kann, dieser lebt wahrhaftig als mein Kind. Amen. Musik.
Nach mir kommt einer, sagt Johannes, der wird euch mit Feuer und mit Heiligem Geist taufen. Es ist immer gut, einen gewissen Prozentsatz der Zeit dafür aufzuwenden, sich zu orientieren. Und das heißt auch bei Gott nachfragen, was hast du mir zugedacht, damit die Orientierung nicht zu spät gut wird.